Neun Titel in der Motorrad-WM, davon sechs in der MotoGP und einen, nämlich 2001, in der 500er-Klasse. Das war die Vorläuferklasse der MotoGP. Valentino Rossi, das kann man ruhig so sagen, ist ein Denkmal auf zwei Rädern. Aber das Denkmal bröckelt. Mit inzwischen 42 Jahren ist der Doktor nicht mehr der Jüngste, was man alleine schon daran erkennt, dass er ein bisschen älter ist als ich. Und ich, das weiß ich, habe meine besten Jahre schon hinter mir. Spaß beiseite, wir haben uns in diesem Video mit der Frage auseinandergesetzt, ob Valentino Rossi den Absprung und den Rücktritt vielleicht verpasst hat, was ihn antreibt, immer noch weiterzumachen und ob er nochmal rennen oder vielleicht sogar einen WM-Titel gewinnen kann. Darüber haben unser Motorradspezialist Sebastian Frenschke und ich mit einem gesprochen, der sich auskennt mit dem Thema, weil er selbst noch auf einem MotoGP-Bike sitzt, Stefan Bradl. Stefan, das große Thema oder eins der großen Themen in der MotoGP ist natürlich immer, und das gilt auch für mich, der das Ganze nur ein bisschen oberflächlicher betrachtet, Valentino Rossi, die große Legende. Ich habe mir in der Vorbereitung rausgeschaut, Valentino Rossi war letztmals 2009 Weltmeister, das ist schon ein Weilchen her, da war Marc Marquez gerade 16 Jahre alt. Findest du, dass er vielleicht den richtigen Zeitpunkt für den Absprung ein bisschen verpasst hat? Nein, ich glaube nicht, dass er den verpasst hat, weil er hat ja durchaus noch einige Rennen und einige Jahre um den Titel mitgekämpft und hat Rennen gewonnen und hat diverse Podium eingefahren. Also bin ich der Meinung, warum sollte er aufgehört haben? Aktuell sieht er natürlich jetzt, verkauft er sich momentan nicht unbedingt perfekt, aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ja, die junge Generation ziemlich viel Druck macht und er jetzt aktuell da ein bisschen zu kämpfen hat damit. Aber die letzten, okay, Anfang 2021 war natürlich jetzt bitter für ihn. Aber ich denke, dass er noch nicht alles gezeigt hat, was in ihm steckt. Und über das Thema, ob er den Rücktritt verpasst hat, das glaube ich, kann er selber nur entscheiden. Noch dazu ist es ja so, dass das ja auch schon ein paar Jahre Gesprächsthema ist, denn er ist ja jetzt schon 42, glaube ich. Also ja, aber es macht ihm immer noch viel Spaß und er kann da noch mitfahren, so ist es nicht. Aber natürlich, ja, ich denke, zum Weltmeister wird es ihm nicht mehr reichen. Stefan, ich erinnere mich an ein Zitat von Rossi, als er gesagt hat, dass er es nicht so machen will wie Michael Schumacher in der Formel 1, sprich auf dem Höhepunkt abtreten und dann vielleicht noch merken, da geht ja noch was und dann ein Comeback versuchen, was halt dann im Zweifel scheitert. Denkst du, mit ein bisschen Abstand wird Rossi das anders sehen, dass er quasi durch seine jetzigen Leistungen sein großes Vermächtnis, sein großes Ansehen, sein Image aufs Spiel setzt? Sportlich kann man sicher darüber diskutieren, aber er ist der Typ Valentino Rossi. Es ist ja nicht nur so, dass ihn die Leute lieben ihn, weil er so eine Ikone ist, weil er die MotoGP zum großen Teil bereichert hat, in dem, was für eine Show das er abgeliefert hat. Er hat sensationelle Rennen gezeigt, er hat sich als Person auch optimal vermarktet und verkauft und er ist Publikumsliebling geworden. Also man darf die eine Sache jetzt nicht unbedingt zusammen vermischen. Sportlich, ja, redet man ja auch schon ein paar Jahre drüber, dass vielleicht mehr möglich gewesen wäre, dass er schon lange, seit 2017, glaube ich, auf einen weiteren Sieg wartet. Da kann man sich drüber streiten, aber ich bin der Meinung, dass Valentino Rossi Manns genug ist und auch selber genau darüber weiß, Bescheid weiß, wann es in den Zeit ist, zurückzutreten. Und schau mal her, er hat immer noch Spaß. Ich denke mir auch oft, hey, der Kerl reist schon, was weiß ich, 30 Jahre um die Weltgeschichte, sitzt sich auch in einen normalen Passagierflieger, auch wenn es Business oder First Class ist, und fliegt um die Welt. Aber trotzdem muss er an den Flughafen fahren und muss die Zeiten einhalten und muss sich den Stress antun. Und das schon so lange. Also, es ist nicht sein Beruf, sondern es ist seine Leidenschaft. Und das sollte man respektieren. Und ich finde das großartig, wenn er sagt, okay, ich bin dabei und ich habe Lust dazu. Und die Erfolge sind natürlich wichtig, gar keine Frage. Aber es ist ja auch nicht so, dass er dauernd hinterherfährt. Es ist zwar aktuell 2021 nicht unbedingt super schön, aber ich denke, dass der schon wieder in die Spur findet.
Beim Saisonauftakt sah es gar nicht so schlimm aus, also mit Platz 4 im ersten Qualifying hat er durchaus einige überraschen können. Doch was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass es dann in den Rennen oder zumindest im ersten Rennen eher nach hinten ging und in den Folgerennen auch jetzt nicht so seine ursprüngliche Stärke, also die Rennstärke, zur Geltung kam. Überrascht dich das auch, dass er ein Rennen so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt? Ja, gut, wenn man jetzt die drei Rennen 2021 betrachtet, ist er natürlich schon hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also Rennperformance von Rossi war dieses Jahr noch nicht gut. Das ist klar, das weiß er auch selber. Er versucht natürlich jetzt im neuen Team auf dem selben Motorrad in die Spur zu finden. Aber an was es genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht, man hat jetzt auch momentan nicht so viel aus den Interviews rausgehört. Er sagt natürlich, seine Performance ist einfach noch nicht stark genug und er braucht noch ein bisschen. Ja, wird man sehen, wie sich das die nächsten paar Rennen entwickelt. Jetzt kommen Rennstrecken, die vielleicht ihm persönlich besser liegen. Wenn wir überlegen, jetzt kommt Jerez, jetzt kommt Le Mans, jetzt kommt Mugello, Barcelona, das sind normale Strecken, wo er jetzt auch liefern muss, gar keine Frage. Und dann wird sowieso die Diskussion losgehen. Okay, hat er noch Bock, ein Jahr zu verlängern oder wie auch immer? Aber die Rennperformance, hast schon recht, die ist nicht zufriedenstellend aktuell. In Katar bist du ja selbst auf ihn getroffen als aktiver Fahrer und in Portimão warst du als Servus TV-Experte. Nimmst du wahr, dass der Valentino Rossi sich im Fahrerlager mittlerweile anders bewegt oder anders verhält, als es noch zu Zeiten war, als er im Mittelpunkt stand? Nein. Aktuell kann man das jetzt auch nicht so wirklich als Maßstab hernehmen. Das Fahrerlager ist leer. Also es ist nicht wirklich coole Stimmung, weil Corona-bedingt natürlich quasi nichts los ist. Aber ich traue mich sagen, dass nach wie vor die größte Menschenansammlung vor den LKWs sein werden, wenn wir wieder Fans haben, und das vor Valentino Rossi. Er hat die größte Fangemeinde, mit Abstand die größte Fangemeinde, und das hat er sich auch erarbeitet. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, es ist nicht unbedingt der sportliche Erfolg, den logischerweise der sportliche Erfolg, den Valentino Rossi in den Jahren erreicht hat, aber auch wie er sich verkauft und vermarktet, ist einfach sensationell. Und er hat, wie ich gesagt habe, er hat die MotoGP dadurch extrem bereichert. Die Leute warten natürlich, die würden sich alle freuen, wenn er mal wieder auf dem Podium stehen würde. Mich erinnert so ein bisschen, wenn ich da reingrätschen darf, Sebastian, mich erinnert so ein bisschen an Roger Federer im Tennis. Ja? Das ist ja ein ähnlicher Karriereverlauf eigentlich. Ich habe Oh, immer, jetzt ich gucke aufpassen, privat ganz aufpassen, gern. aufpassen. Ich bin großer Roger Federer-Fan. Nee, siehst du, aber Größer dann wird als das ein Valentino Vergleich. Rossi, um ehrlich zu sein. Ich dachte eigentlich immer, er wird eines Tages abtreten, nach dem großen Wimbledon-Titel nochmal auf dem Center Court und hätte ihm das irgendwie auch gewünscht und habe es immer schade gefunden, dass er den Erfolgen so ein bisschen hinterher spielt eigentlich. Gerade inzwischen denke ich bewundere, so ähnlich wie du es gerade über Rossi auch gesagt hast, ich bewundere es total, wie man sich das in dem Alter noch antut. Und ich finde bei Federer, und das wirst du mir gleich sagen, ob das bei Rossi vielleicht ähnlich ist, merkt man tatsächlich, das ist dann einfach gar nicht mehr das Ego und gar nicht mehr das Geld, sondern es ist dann wirklich nur noch die Freude am Sport. Glaubst du, dass man das auch über Valentino Rossi so ein bisschen sagen kann? Wenn man den Vergleich hier nimmt, der ehrlich gesagt ziemlich interessant ist, Federer Rossi. Ich glaube, Federer ist 2 oder 3 Jahre jünger als Rossi. Würde ich aber sagen, dass Federer schon noch ein bisschen was gewonnen hat. Also er hat Australian Open 17 und 18 gewonnen. Also sind schon nochmal große Titel. Und Rossi hat 2017 seinen letzten Grand Prix-Sieg erreicht. Okay, aber die beiden haben natürlich viele Parallelen, weil die haben in ihrer Sportart ist einfach extrem viel erreicht und sind wenn du jetzt einfach in der Allgemeinheit fragst, wer ist denn euch bekannt? Im Tennissport würden wahrscheinlich 90% sagen, hier Roger Federer, und im Motorradsport wird es genauso sein mit Valentino Rossi. Ich denke, dass die einfach den Sport so geprägt haben, über Jahre hinweg so viel Erfolg gehabt haben. Und die Leidenschaft, wenn immer noch da ist, ist einfach bewundernswert. Mehr kann ich dazu nicht sagen, bei beiden. Vor dem Ausflug zum Tennis hast du was Interessantes angesprochen, und zwar das Fehlen der Fans. Auf den Tribünen regiert in den letzten Jahren die Farbe Gelb. Denkst du, dass Valentino Rossi ein Fahrer ist, den das Fehlen der Fans stärker trifft als jetzt zum Beispiel ein Fabio Quartararo oder ein Maverick Vinales, die vielleicht das
besser ausklammern können und sich einfach nur auf ihre Leistung konzentrieren? Ich denke, dass, weil das ist für alle schade, ganz klar. Also mal vorneweg, dass das Fehlen der Fans und allgemein die Corona-Krise der Sportart natürlich schadet. Aber gut, damit muss man einfach momentan umgehen. Wir hoffen natürlich alle bald, dass es sich wieder zurück zur Normalität entwickelt. Ja, kann schon sein. Rossi ist immer ein Fahrer gewesen, der die Fans auf seiner Seite hatte und das ist vielleicht so noch einen extra Schub an Motivation gibt oder was, das kann ich jetzt noch so nicht beantworten. Aber man sieht halt schon auch, dass die junge Generation mit Quartararo, mit Marquez natürlich, dass die junge Generation da extrem drückt und vom puren Rennspeed her und auch über eine Runde einfach ja, neues Level erreicht hat. Und da sehe ich momentan Valentino Rossi ein bisschen im Hintertreffen, aber er lernt schnell und er hat viele Phasen und viele Gegner in seiner Karriere schon erlebt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er sich vielleicht nochmal aufrappelt und dann an den Rennspeed wieder zurückfindet. Nach dem gescheiterten Abstecher zu Ducati hat ihm Yamaha 2013 wieder zurück ins Werksteam geholt und da ist er nochmal 8 Jahre gefahren. Denkst du, dass das rückblickend vielleicht nicht die cleverste Entscheidung aus Yamaha-Sicht war? Weil ich meine, die Erfolge waren überschaubar und man hat die Chance verpasst, neben Vinales einen zweiten jungen Spitzenfahrer aufzubauen, wie es halt jetzt mit Quartararo glücklicherweise funktioniert hat. Das ist ziemlich leicht beantwortet. Wenn du in der Position von Yamaha bist, würdest du sofort einen Valentino Rossi unterschreiben. Es geht natürlich dann auch um Marketinggründen, Verkaufszahlen. Das ist ziemlich schnell erledigt. Also rein sportlich gesehen war es kein Fehlgriff, dass man Valentino Rossi wieder verpflichtet hat. Okay, abschließende Frage zum Thema Rossi. Sollte es die letzte Saison sein, dann werden wir ihn nächstes Jahr trotzdem sehen, halt als Teamchef. Es gibt da noch so ein bisschen Ungereimtheiten, wie das Ganze, welche Form das annimmt. Natürlich ist naheliegend, dass das mit Yamaha passiert. Andererseits möchte Petronas weiter in Yamaha Kundenteam bleiben. Denkst du, dass eine Fusion dieser beiden Kräfte dasjenige sein wird, auf was es hinausläuft? Uff, das ist eine Frage, mit der ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Erstens sind noch ein paar Rennen, bis er sich entscheidet, ob er zurücktritt oder weitermacht. Er hat ja schon in einem Statement verkündet, dass, wenn es einigermaßen läuft, dass er gerne noch 1 oder 2 Jahre dranhängen würde. Also erstmal das irgendwie schauen, was da passiert und dann weiß ich nicht. Ich glaube, der steckt schon in einer. Wie sagt man, in einer Position, wo er selber schon auch ein bisschen entscheiden kann. Und das muss ja auch nicht unbedingt alles gleich im ersten Jahr so sein, wie er sich's vorstellt. Das kann ja auch dann sich über die Jahre hin entwickeln und schauen. Aber weiß ich nicht, will er denn überhaupt Teamchef werden? Ich kann mir es zwar vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er die ganze Organisation leiten will und dann Teamchef werden will über Fahrer. Vielleicht, ich tue mich schwer mit der Situation, mich da jetzt in Verbindung zu setzen. Ein Valentino Rossi hat so viele Möglichkeiten, so viele Aufgaben, die er auch nach seiner Karriere erfüllen kann. Also ich kann mir gut auch vorstellen, dass er sich vielleicht nur ein paar Rennen zeigt, wenn er aufgehört hat und einfach mal schaut, wohin es ihn denn führt. Hat Rossi noch drauf oder nicht? Diese Frage haben wir bereits vor Beginn der MotoGP-Saison 2021 dem Servus TV-Experten Alex Hofmann gestellt, der früher ja bekanntlich auch selbst MotoGP gefahren ist. Ob er die Meinung von Stefan Bradl teilt oder nicht, das kannst du auf unserem Kanal anschauen in einem Video, das wir dir hier als Verlinkung einblenden. Und am besten schreibst du uns auch deine Meinung in die Kommentare. Soll Valentino Rossi aufhören, so früh wie es geht? Soll er noch weitermachen? Und falls er weitermacht, was kann er in seiner Karriere noch erreichen? Und zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du ein Fan der MotoGP bist, dann abonniere doch den YouTube-Channel von motorsporttotal.com und aktiviere die Glocke, denn nur dann wirst du benachrichtigt jedes Mal, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.